Darüber macht man sich nie Gedanken. Und ich schon. Schon als Kind habe ich immer gedacht, bei Serien, weil ich da viel zu sehr mich da immer rein irgendwie begebe. Also für mich, ich habe ja schon mal erzählt, die Schauspieler sind mir nicht so wichtig, obwohl ich sehr dankbar für die Schauspieler sind. Also so, ich gucke mir keine Interviews oder sowas an, weil ich immer die Charaktere der Geschichte vom Film oder Serie oder sowas sehr ernst nehme. Ich weiß aber trotzdem, es ist nur eine Geschichte. Es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie so, oh mein Gott, wie konnte sie nur oder so, sondern, ne, ihr wisst schon, genauso wie mit Spielen. In dem Moment ist es für mich Realität, damit ich da richtig schön reingehen kann. Und deshalb sind so Logiklöcher sehr blöde für mich. Eine Sache ist aber auch, ist dann sowas wie Logiklöcher, wer kümmert sich um alles? Und denke ich mir so, hier erkläre ich es mir dann, dass vieles im Off passiert, was wir vielleicht nicht mitbekommen. Eigentlich kriegen wir alles mit, was er so macht, außer wenn er vielleicht duschen geht oder sowas. Aber dann muss es ja sowas geben wie sauber machen, Wäsche waschen, die Blumen gießen und so weiter, Zeit mit dem Mann verbringen und so weiter. Nee, sich aufregen, dass direkt vor dem Fenster eine Wand ist und hier überhaupt kein Fenster ist. Sowas. Aber es wird nicht gezeigt. Und das ist verständlich. Ne, wir wollen das ja auch nicht sehen. Bloß, wenn sie es dann vergessen, ist das auch wieder blöd. Das ist bei einer Sache, bei 24 war das mal sehr interessant. Da mussten sie da, 24 ist eine Serie, ich sage immer wieder, guckt sie, das ist, aber guckt sie blind. Also nicht mit geschlossenen Augen, sondern informiert euch überhaupt nicht. Es ist wirklich eine so eine Serie, wo ihr, wo die Twists und Turns total wichtig sind. Die Spannung einfach nur. Das ist so eine einmalige Serie. Und da geht es halt darum, dass es 24 Folgen gibt, weil es eine Echtzeit ist, ein Tag. Und da mussten sie natürlich dann viel ein bisschen, manchmal schummeln sie, manchmal offensichtlich, manchmal nicht. Aber dann haben sie halt so gemacht, dass sie zwischen verschiedenen Charakteren wechseln, sodass sie erklären können, warum jemand jetzt Auto fährt. Du willst nicht zugucken, wie jemand 10 Minuten Auto fährt, also mussten sie irgendwas anders machen. Du willst nicht zuschauen, wie sich der Soldat auf Toilette begibt. Und deshalb aber trotzdem in 24 Stunden geht er natürlich mal auf Toilette. Also mussten sie auf einen anderen Charakter gehen und damit er Zeit bekommt, in dem Real-Time-Event mal was zu tun. Und das fand ich super toll, weil sowas wird irgendwie nie wirklich angesprochen. Naja. Hallo, Schatzi. Dankeschön, wie immer. Hier hast du eine schöne Blume. Ah, oh, das freut mich, dass du dich freust. So, heute wird unser... Das tut mir so leid für Pulli. Das tut mir so fucking leid für Pulli. Aber heute ist das Tier-Event... Warte, wir machen das erstmal hier gleich. Und das waren die roten. Ich guck mal. Ich gehe nach den Namen. Ich bin so ein Experte. Ich kenne die. Ich gehe nach den Namen der Blumen, nicht nach dem Auto. Nee, das macht überhaupt keinen Sinn. Ach Mann, wie schön das damals war. Weißt du, als Kind, als man gezwungen wurde, alles zu kennen. Und dann gab es Arbeiten. Was? Wie heißt dieses Kraut? Oder von welchem Baum, wirklich. Ich weiß nicht, ob ihr das auch hattet. Vielleicht, weil ich auf dem Land war oder so oder zu einer anderen Zeit. Aber das war dann halt so in den 90ern. Wie heißt dieser Strauch? Einfach nur durch ein Bild. Und da kann man den essen. Ist er giftig und so weiter. Und das fand ich halt super interessant. Ich habe es jetzt vergessen. Also jetzt würde ich den essen und sterben. Aber damals war ich hatte Einsen, weil ich das so interessant fand, einfach nur zu sehen. Das war wie so ein kleines Rätsel. Nach der Form der Blätter, nach den Beeren, nach der Länge. Manche, unsere Lehrerin, ey, die hat die Beeren einfach zweimal ähnliche Kräuter. Und bei einem waren die Beeren lang und bei einem anderen kurz. Und die haben Schwarz-Weiß-Bilder genommen. Sonst hätte man danach gehen können, wie die Farben sind und so. Absolut genial. Und dann musste man daneben schreiben, welche Farben haben die Beeren. Und das war so richtig, so muss es wirklich früher gewesen sein. Als sie einfach ihre Kinder retten wollten. Vor allem, was macht ihr, wenn ihr einen Bär trefft oder sowas? Und wenn man dann drauf geht, das sind Hydrangea. Und das sind Rosen. Okay, das hätte ich vielleicht auch so. Oh, habe ich vergessen. Habe ich noch? Hydrangea und Rosen? Habe ich vergessen? Upsi. Ja. Wie kam ich jetzt darauf? Egal. Wir haben Zinnia. Warte. Hydrangea. Ich denke mal, ich habe keine Ahnung, warum ich... Denk mal, weil wir so viel von dem anderen Zeug hatten, ne? Das könnte gut sein. Dann nehmen wir die mal wieder mit. Es ist aber, wird aber auch voll hier. Also, okay, warte. Rosen und Hydrangea. Warum machen wir das überhaupt? Ich weiß es nicht. Einfach nur, weil schön. Ich finde die wirklich schön. Hätten sie von Anfang an irgendwie reinbringen können. Und dann kann man, heutzutage ist es eher so, wie meine Mutter, die das alles kennt, weil sie total gerne im Garten und sowas abhängt. Weil sie eine Frau ist, natürlich.
Nee, mein Vater mochte das auch. Aber ich nicht mehr so. Also mich interessiert das nicht so wirklich. Ich war dann so ein Idiot. Ich bin mit meiner Freundin rumgelaufen und habe einfach jedes Blatt dann gegessen. Und habe gesagt, oh, gucken wir mal, ob dieses Blatt schmeckt. Total bescheuert im Nachhinein. Aber faszinierend war, einige Blätter haben echt gut geschmeckt und einige waren echt ekelhaft. Also einfach, wir sind in der Natur rumgelaufen und haben gesagt, hier ist ein neues Blatt, das wir noch nicht probiert haben, probieren wir es mal. Und ich weiß bis heute noch, weil es ja auch ganz schön lange her ist, dass da war ein Blatt, das war so widerlich, so richtig eklig. Ich könnte sein, dass ich mich vergiftet habe da. Und juhu, Dankeschön, ich habe euch alle lieb. Und euch auch, liebe Zuschauer und Zuhörer. Und was wollte ich sagen? Und eins war aber richtig gut. Hab mir gedacht, das könnte ich als Salat essen. Und ich bin jetzt nicht unbedingt ein Salat-Fan. Hallo. Also Lami. Ah, schön. Nee, guck mal hier. Guck mal. Alle lieben mich. Alle lieben mich. Ich glaube, aber damit auch um Geld ist Geld, ne? Nach der Million verkaufen wir vielleicht ein paar von denen. Einfach nur, weil wir immer Futter machen müssen. Das ist ja auch ein bisschen nervtötend, muss ich zugeben. Haben wir jetzt... Wir haben Korn. Ach, egal. Dabei mag ich eigentlich Chickens. Es ist einfach nur... Es ist, so müssen sich wirklich Eltern fühlen, die zu viele Kinder bekommen. Die meisten sagen sie, ich habe euch alle lieb, aber... die Liebe kann ich jetzt auch nicht so verteilen. Also, ich... Man... Oh, guck mal, werden wir da richtig dick hier. Man kann die Liebe natürlich verteilen, aber das ist es eben. Das ist ein bisschen so wie auf einer, du strandest und ihr habt 20 Leute. Ihr habt aber nur für 5 Leute Essen, dann könnt ihr es verteilen, aber dann werden alle sterben. Das mit Liebe. Ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Oh non, Cocon! Bitteschön! Boah, 25. Das gibt bestimmt ein Secret Ending. Weißt du, wenn wir da 100 Cocons, 100 Würmer haben, ja, wir verkaufen die, ne? Scheiß drauf. Warte mal, hatten wir irgendwas vor mit den Sachen? Nö, Millionen. Road to the Million. Und wenn 100 und die Würmer dann, und dann kein negatives Ende, wie bei anderen Spielen, wie die meisten Spiele dann immer so sagen, so, hehehe, jetzt machen wir, dass es schlimm ausgeht, sondern total nett. Dass denn so ein, dass die Würmer dann so sagen, so, du hast uns geholfen, wir waren, ich war ein Wurm. Das macht überhaupt keinen Sinn eigentlich, ne? Ich meine, Arche Noah macht schon keinen Sinn. Wie macht denn ein Wurm Sinn? Aber wir waren 2 Würmer und jetzt sind wir Hunderte. Du hast uns gerettet. Du bist unser Papa. Und dann einfach nur tragen sie ihn überall hin. Dann hast du so einen Wurmteppich. Und wenn dann kommt da so ein Gegner und will dich angreifen und die Würmer fressen ihn einfach weg und er weiß gar nicht, was gerade passiert. Also es ist so richtig, du bist der Wurmgott. Das wäre doch mal was Tolles. So, okay, die verkaufen wir alle, würde ich sagen. Hatten wir irgendwas vor? Ich muss gerade überlegen. Ich glaube nicht. Wir haben auch wieder den Typen, also den Theatermann wieder voll. Nö, wir gehen unser... Wer ist eigentlich Milch... Warte mal, wer ist gerade unterwegs? Das kommt davon, wenn man ein bisschen raus ist. Shake ist, glaube ich, meine ich doch. Unser Milchshake ist gerade unterwegs. Oder Jesus? Haben wir Jesus losgeschickt? Wir werden es gleich sehen. Kann auch sein, dass wir gesagt haben, Jesus, weil das goldene Kind wird noch goldener. Ich weiß es aber nicht mehr. Und tut mir leid, Pulli. Und dann gehen wir den nächsten Riss machen, würde ich mal sagen. Mi, in the jungle, the lion sleeps tonight. Okay. Ich denke mal schon. Ich hoffe einfach mal, dass ich nichts vergessen habe. Wir haben nämlich, ich wollte unbedingt die Millionen, weil wir ja jetzt noch so ein Ding bekommen haben, um noch ein Tool zu verbessern. Und ich wollte, ich weiß, das machen wir vielleicht am nächsten Tag, gucken, ob was es bringt in der Wüste da, in dieser Wüste des Albtraumes, was aufzuhacken. Ups. Ich weiß immer noch nicht, was das soll. Muss ich zugeben. Damit machen wir uns ein paar... Wir haben ein Healing Potion, aber wir haben halt keine Möglichkeit... Wir bräuchten eigentlich Ausdauer Potions. Essen heilt uns, glaube ich, nämlich nur. Das war das Doofe, ne? Das ist... Weil Ausdauer ist auch so ein Problem. Okay. Sanchez! Nö, Sanchez finde ich immer noch toll. Sanchez bleibt. Genauso wie du. Aber ich glaube, Robby haben wir aufgeladen. So, Sanchez, wir gehen jetzt.
Ah nee, warte mal. Ich glaube, wir werden wieder zurückgebeamt. Sanchez, tut mir leid. Hat sich erledigt. Ich wollte dir trotzdem Hallo sagen. Ich glaube, wir werden zurück nach Hause gebeamt. Und dann wird Sanchez, weiß nicht, ob er mitgebeamt wird bei sowas. Und deshalb gucken wir einfach mal. Und gehen danach. Ich weiß gar nicht, wo. Wohin? Hä? Am Sonntag übrigens? Ist doch hier, oder? Warte mal. Ah, sind 10 wahrscheinlich. Ja, natürlich, damit sie vorher noch in die Kirche können. Ich war gerade ein bisschen überrascht. Ich weiß, danke. 15. wieder. Das dauert noch ein bisschen. Dann geh mal rein. Dann sage ich auch noch mal ein Hallo. Wie bist du denn hierher gekommen? Gabriel, wie hast du das denn jetzt hinbekommen? Hallo? Oh, du hast alles verloren, Renesco. Warum können wir nicht Renesco irgendwie? Nach Dannys Tod. Weißt du, das ist ein paar... Jetzt fange ich wieder an. Ganz ehrlich, das ist echt traurig. In den letzten 2 Jahren oder so kamen ja auch ziemlich viele Spiele dieser Art raus. Nicht dieser Art. Das ist einzigartig, Kleiner Hals, sonst würde ich nicht weiterspielen. Das ist wirklich faszinierend. Und das macht mich so traurig, dass es so selten ist. Aber es kamen so viele Spiele raus, wo ich denke, boah, geil. Aber dann, dass die immer irgendetwas nicht hinbekommen. Und darüber mache ich mir echt viel Gedanken, muss ich zugeben. Weil ich dann so denke, ich möchte ja nicht selbst... Das Thema hatten wir schon, deshalb halte ich es kurz, keine Sorge. Aber jetzt schon wieder, dass man so machen könnte, dass Renesco, dass man mit dem anbandeln kann durch den Tod und ihm helfen kann und dann vielleicht auch zusammenkommen oder so. Es ist halt schade. Das so ein Spiel, bloß mit einem vielleicht größeren Team hinter. Okay, tschüss. Hallo hier, hi Ken. Okay. Ja, dann macht mal. Tschüss, ich gehe mal in die Hölle, um euch alle zu retten. Aber nö. Schön, dass ihr euch, dass ich sterbe. What the fuck? Entschuldigung. Einfach mal schön. ich glaube, das haben wir aber, ne? Das haben wir geschafft. Ups. Ich komme hier gar an alles ran. Wollte nur was trinken. Entschuldigung. Professional. Ja, komm jetzt. Ich bleib einfach hier stehen. Guck mal. Oh, ist das schön. Ich bin der Erste, der hier ist. Oh, um mich herum wird alles aufgebaut. Na, ihr? Guck mal! Oh, ich weiß nicht, wer ist. Mein Lieblingstier ist der Schaf. Sie sind so ruhig und unschuldig. Das hatten wir schon. Nein. Okay, die ekelhaftesten Geräusche, nicht die Geräusche, doch auch. Die ekelhaften Gerüche kommen nicht von Tieren, sondern von Menschen. Da hat sie vielleicht sogar recht. Das stimmt wahrscheinlich. Wie gesagt, auch auf dem Land. Und ja, Tiere riechen, Dünger riecht und alles, aber es ist nie so widerlich, wenn du dann irgendwie, ich will jetzt nicht sagen, weil das ist dann sehr problematisch, weil das könnte, es gibt Menschen, die riechen. Und das ist um einiges schlimmer. Ich will jetzt nichts sagen, aber... Kane ist so ein Arsch, ich hasse ihn. Okay, die Tiere sind so ruhig. Menschen sollten auch so sein. Menschen könnten, wenn wir Menschen einsperren, also wie gerade wir beide, sollten ein bisschen aufpassen. Mit unseren Hautfarben, ne? Also, dieses Festivals machen mal, dass es mir gut geht. Warum holst du dir keine Tiere? Nee, ernsthaft, das sind Zwillinge, ne? Nicht Zwillinge. Wahnsinn, Zwillinge? Das sind Geschwister. Die haben die Farm übernommen von ihren Eltern. Eine kleine Farm. Aber es sind 2. Und Zen macht mehr. Ich meine, er hat jetzt einen Roboter, aber vorher hat er auch mehr gemacht. Kann sie sich nicht, ich meine, Harvest Moon 3, anyone, dass sie auch Tiere holen oder sowas? Die könnten doch expanden und dann irgendwann sagen, hier, kriegst du dein Geld zurück, Zen. Danke für das Geld. Also, die beiden könnten ein bisschen mehr draus machen, ihr Loser. Oh, unsere Farm ist zu klein für ein großes Tier. Ich hoffe, das ändert sich bald. Stimmt doch gar nicht. Außerdem, ihr könnt doch Eier. Weißt du, das Beste sogar. Einfach ein paar Hühner und jeden Tag würde es ganz... Ich würde das auch machen, wenn das so einfach wäre. Ein Balkon mit Hühnern oder einfach irgendwo hinten draußen. Das darf man, glaube ich, nicht, aber... ein paar Hühner halten, aber Eier bringen hier ja nichts. Aber wenn es so viel bringen würde wie diesen Spielen,
Boah, wir wären alle reich. Jetzt würden alle würden Hühner halten. Tiere sind Gottes Creations. Tiere sind von Gott gemacht, genauso wie wir. Wir kümmern uns um sie. Dadurch zeigen wir Respekt gegenüber Gott. Was? Wir sperren sie ein? Alle, die Tiere schlecht behandeln, sind Gottes Liebe nicht wert. Das stimmt wohl. Aber dann wiederum, wir töten sie. Okay. Nein, ich will den Preis. Das ist ganz wichtig. Ken, du Vollidiot. Es geht darum, Leute zu treffen. Nein, ihr habt alle volle Sterne. Hier geht es gar nicht mehr um Sterne oder euch Leute. Es geht darum, dass Jesus goldene Milch bringt. Ich glaube, wenn es Jesus war. Es macht Sinn, dass es Jesus ist, oder? Warum ist Jason überhaupt hier? Ist er nicht genervt? Gute Finalisten hier. Oh ja, ich hoffe, Jesus gewinnt Zen. Viel Glück. Danke, Alice. Ach, Alice. Ich hoffe, du gewinnst auch. Also, deine Leber. Was ist dieser Gestank? Der kommt von da hinten. Wirklich? Wirklich, Michael? Wirklich? Okay. Ist okay. Aber so viele sind hier wirklich nicht, ne? Ach, einige Leute von euch. Hallo. Oh, du hast also auch ein Tier angemeldet. Ah, viel Glück. Dankeschön. Sollten wir anfangen? Not yet. Ich muss noch mit allen reden jetzt. Erst wieder die Jury. Ja. Okay, Jesus geht es sehr gut. Jesus ist nicht nur von einem goldenen, von der goldenen Kuh, sondern von der original vollgeliebten Kuh. Er ist bei mir aufgewachsen. Also voll geliebt, hat nie draußen irgendwie gesehen. Oh, ist es das vielleicht, dass man sie rauslassen muss? Ja, wir werden es jetzt sehen. Wenn Jesus jetzt gewinnt, ist es vollkommen egal, dann müsst ihr eure Tiere nicht rauslassen. Das wäre aber was eigentlich, ne? Dass es Pluspunkte gibt. Bestgefüttert, meistgeliebten und produktivste Tier geht an Jesus. Ja, also, wer braucht schon freilaufende Tiere? Dankeschön. Genießt den restlichen Tag. Könnte man auch einen ganzen Tag draus machen aus so einem Festival. Viele Festivals gibt's nicht. Also, naja. Gehen wir doch mal ganz kurz zu Jesus. Jesus. Wo bist du? Da hinten, guck mal. Jesus, hallo. Du siehst super aus. Was ich schön finde, irgendeiner Harvest Moon hat, glaube ich, gemacht. Wenn du, wenn das Tier gewonnen hat, wurde es hier irgendwie ein Stern oder golden oder sowas. Also hat sich das hier auch ein bisschen verändert. Sowas liebe ich, so Kleinigkeiten. Jesus ist das goldene Kind, das jetzt goldene Milch gibt. Also Goldception. Das ist doch super. Super High Quality Milk. Dann ist das noch ein Schritt zur nächsten Million. Dann gehen wir jetzt mal. Jetzt können wir trotzdem Sanchez holen. Warum nicht? Ich weiß, wir haben unser Motorrad, das keinen Sprit braucht. Das ist ja auch super, aber ich mag Sanchez. Und wir gehen. Letztes Mal waren wir in der Mine. Wie wäre es auf dem Berg? Da müssen wir sowieso hin. Ich glaube, ich hatte bestimmt irgendwas vor. Sorry. Ich versuche nicht Ausreden zu finden. Ich war ein bisschen krank. Ein bisschen doll. Und deshalb war jetzt ein bisschen Pause. Aber ich versuche es trotzdem durchzustarten. Durchzustarten ja nicht, durchzuhalten. Oh nein, ich wollte dir eigentlich... Habe ich vergessen. Ach, Krampf. Du bekommst deine Blumen noch. Ich mag ihn. Ich weiß nicht, warum er da ist, aber ich mag ihn trotzdem. Da, seht ihr? Das sieht sehr gefährlich aus. Das ist ja in der Nähe von... Aber warte mal, die Eier haben wir gebracht, ne? Das hätten wir als erstes machen sollen. Was, wenn wir jetzt sterben? Habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Dann mache ich das selbst nochmal. Bin ich selbst schuld. Die Eier haben wir diesem einen Vieh gebracht. Ja, okay. Ich glaube, die werden ja sowieso grün, wenn wir alles gefunden haben darin. Irgendwie sowas. Krampf ist total verschwendet. Kommt erst später, im zweiten Jahr, und hat überhaupt keine Geschichte oder so. Finde ich absolut dämlich. Hui.
Na, guck mal. Los, ihr könnt jetzt raten. Ich sage, es ist ein Dungeon. Woo! Oh, dann lass uns mal, wenn es ein Dungeon ist, uns schon mal zum Warlord machen. Oh. Oh oh. Das kommt irgendwie bekannt vor. Also doch in der Nähe. Hatte ich jetzt recht? Weil es in der Nähe ich bin total raus. Ich bin jetzt total verwirrt. Von den Giganten ist? Oh oh. Ist es eine Erinnerung? Oh ja. Anselmo. Interessant. Ich hätte nicht gedacht, dass du so eine Person bist, Vaisala. Das ist die jetzt, die Geschichte von den beiden, die umgebracht wurden, oder? Also mit dem Buch. Den haben wir doch schon umgebracht, oder? Ich muss den Namen nochmal. Aber das ist ein anderer... Das ist ein schönes Häuschen hier. Ich habe viele Sünden in meinem Leben begangen. Aber dieses Mal hatte ich echt keine andere Wahl. Ach so, ja. Vaisala ist, die weggegangen sind. Aber sie wollte doch Hemnes umbringen. Oder? Ich habe Hemnes versucht, das auszureden. Aber er hat sich einfach nicht ausreden lassen. Er hat einfach nur, ich konnte seine Entscheidung nicht ändern. Als wir die Kammer betreten haben, da war er schon weg. Okay, aber hast du danach wenigstens das Buch zerstört? Ich konnte nicht. Ich war einfach, meine Kräfte waren so aufgebraucht. Was ich getan habe, oder besser, was ich gesehen habe, ich bin gegangen und habe etwas zurückgelassen, um das Buch zu beschützen. Das war alles, was ich noch machen konnte. Und dann habe ich den Eingang zusammenbrechen lassen. Ich bin gegangen. Warte mal, war der Eingang kaputt? Ja, stimmt, das Erdbeben musste es ja wieder öffnen, ne? Woher wusste er davon, dass das Erdbeben kommt und alles wieder öffnet? Na okay, aber sie hat also diese ganzen Monster oder die ganzen Fallen davor gelegt und Hemnes ist trotzdem das Buch dann gewesen? Sehr seltsam. Wie kam Hemnes denn nicht einfach wieder raus, wenn er so mächtig war? Trotzdem tut Hemnes mir irgendwie leid. Ich meine, scheinbar wurde er schwach und wollte diese Power und damit dieses typische, was in fast jeder Geschichte gibt. So, ah, ich wurde zu gierig und dann die Gier hat mich getötet. Ich frage, was hat denn Vaisala jetzt so schlimme Sachen gemacht? Weil das hörte sich ja alles jetzt so ein bisschen an wie, ich musste es tun, um das für das Beste, was vollkommen richtig ja war. Wie wir rausgefunden haben, wollen die Dämonen alle umbringen. Also, ein Tor zur Albtraumwelt oder sowas ist ja nicht wirklich toll. Das heißt, jetzt frage ich mich, was Vaisala so gemacht hat. Was hast du darin gesehen, Vaisala? Sagt nichts. Warum jetzt Anselmo? Warte mal. Warum, was? Ach so, ja, Vaisala jetzt. Sie hat nichts gesagt und dann kam er auf sie. Anselmo, hör mir zu. Du musst diesen Stein loswerden. Achso, diese Kraft, an die du dich gebunden hast, sie ist sehr gefährlich. Origin Story vom Stein. Aber warum ist der Stein jetzt in der Mittelwelt? Weil da alles hingeht, was zerstört wird? Ist in der Mittelwelt alles, was böse Kraft ist? Gibt es denn auch eine Mittelwelt mit alles gute Kraft? Könnte das nicht ein super Ende sein für Glina Heights? Dass Zen so gesehen, naja, will, vielleicht weiß ich nicht, ob der Mann das will, also Gabriel, der Ehepartner. Aber wenn es ein Portal gibt oder Risse zu einer Welt, wo alles Negative, alle Sünden, alle negative Energie zwischengespeichert bleibt, ob sie nun gestorben ist oder nicht. Und einfach nur, weil sie voller Hass ist. Und wir haben, und eventuell rauskommen könnte. Gibt es denn nicht vielleicht auch irgendwo Risse oder ein Portal zu einer Welt oder eine Zwischenwelt, wo alles Gute hinkommt?
Und würdet ihr da hinwollen? Wäre das nicht vielleicht ein bisschen zu anstrengend auch? Wenn dann plötzlich da alles Gute, dann wiederum, wenn alles Gute ist, dann denken wir ja nicht, dass es anstrengend ist. Es ist ja nur schön. Du schläfst gut, du isst gut, Baden ist schön, die Sonne ist schön, der Regen ist schön. Alles ist einfach nur genau so, wie du es haben willst. Dann wiederum, in der bösen Welt ist ja auch nicht alles gleichmäßig schlecht für Zen. Das bedeutet, vielleicht gibt es doch Sachen, die dich stören. Nur, dann könnte man ja sagen, ich gehe jetzt in diese, würdet ihr da reingehen, in diese Zwischenwelt? Ihr habt eine Chance jetzt, ins Portal reinzuspringen. Ihr würdet dann halt die Tiere nicht mehr sehen, eure Leute nicht mehr sehen, aber ihr seid dann halt in einer Zwischenwelt, wo nur verloren gegangene gute Sachen hinkommen. Das heißt, ihr habt ewig, eine Ewigkeit, oder ich weiß nicht, ob ihr altert, der Typ, den wir da, diesen komischen Clown, der altert ja scheinbar auch nicht. Ob der Theatermann von da kommt? War der Theatermann in der Zwischenwelt? Und kommt nur im Winter raus oder so? Theatermann ist der große Endgegner? Keine Ahnung. Und das finde ich jetzt interessant eigentlich, weil wenn der Stein jetzt hier noch vorhanden ist, dann sollte ihn Zen ja eigentlich nicht anfassen. Aber Zen sofort so, oh, guck mal, ein roter Knopf. Naja, das war Male. Und Vaishala hört sich total an wie eine, die Verstand hat und auch sehr gerne isst. Und er sieht aus wie Voldemort, der eingeschlafen ist für ein paar hundert Jahre mit dem Kopf auf dem Boden. Weißt du, so mit dem Gesicht nach vorne. Schön platt. Ich kenne Leute, Schmuggler, Grabräuber. Sie können es nehmen und verstecken. Voll die Experten. Ich kenne Schmuggler. Die kennen sich aus. Die können es verstecken. Total bescheuert. Natürlich. Aber er muss das ja irgendwie verbinden, weil wir wissen ja, die Piratenschmuggler, von denen kam dieser Stein. Und dadurch kam es zu der Villa, oder? War das nicht so? Also zu Gleaner Heights. Aber warum, wenn der Stein in der Zwischenwelt oder wo auch immer die gerade sind, herkommt? Wann ist es denn einfach nur Zufall, dass dieser Stein sich verbunden hat mit den Riesen in der Unterwelt, auf den gebaut wurde? Ich liebe Zufälle, das ist jetzt nicht das, was ich jetzt gerade kritisiere. Es ist einfach nur, das heißt, dieser Stein kam durch die Schmuggler, der Cleaner Heights, dadurch wurde diese seltsame von Milliarden her Wesen, auf den gebaut wurde, wurden erwacht und sind in die Träume der Menschen reingegangen, haben sie auf angefangen umzubringen, hat er sie weggebracht nach Ägypten, kam wieder, hat ihn umgebracht, aber seine Tochter lebt noch, seine Tochter ist weggelaufen, hat recherchiert, Zen kam, hat das alles beendet, Danny ist gestorben, und jetzt aber sind die Risse so schlimm, weil die Tochter rausgefunden hat, dass einer aus dieser magischen Welt versucht hat, das Buch zu finden. Oh mein Gott. Ist aber schon ziemlich viel jetzt, ne? Ist toll, wenn am Ende alles aufgelöst wird, aber hat wirklich Chrono-Cross-Vibes, wo du auch die ganze Zeit nur denkst, hä? Für 80% und dann am Ende, okay, wow, okay, warte, ganz, oh, aua. Ja, okay, macht alles Sinn, super, aber, oh, ist das viel. Und dann wird alles zusammengebunden, weißt du? Wie kannst du mich sowas nur fragen? Du kennst meinen Zustand. Bevor ich diesen Stein besaß, da war ich... Diese Krankheit in meinem Kopf, die ich hatte. Die Doktoren konnten nichts tun. Die Ärzte konnten nichts tun. Für kein Geld in der Welt. Aber jetzt bin ich wieder klar im Kopf. Ich weiß nicht, wie. Aber ich weiß es. Achso, wenn ich diesen Stein jemals loswerde, dann wird es alles wiederkommen. Oh, das tut mir leid, ich verstehe ihn. Das ist ein bisschen so wie, wenn Leute morphinabhängig werden oder sowas. Ich muss sagen, wenn es dir schlecht geht und du findest eine Lösung, dass es dir nicht mehr schlecht geht und die Leute sagen dir, hör auf damit, das ist halt dann sowas wie, halt die Fresse. Also, das ist ja auch das Problem an Drogen. Das ist ja dieses, mir geht's aber gut. Das ist auch, warum Leute dann irgendwie essen, weil in dem Moment geht's ihnen gut oder sowas. Aber wenn es dann sowas ist wie dauerhaft gut und er sieht gar keinen Nachteil daran,
Nur weil Vaisala das sagt. Ne? Warum sollte er es dann aufgeben? Naja, das ist ein schweres Thema. Nur dann wiederum, sowas wie Morphin kann halt dich töten. Da musst du halt aufpassen. Aber es ist ein bisschen, alles kann dich ja so gesehen töten. Wenn Leute sich voll irgendwie in Sport reinschmeißen, dann das kann dich auch töten. Dass Ärzte sagen, hör auf mit Sport. Du musst es verringern. Du machst deinen Körper kaputt. Oder Workaholics oder sowas. Es hat alles seine Grenzen. Das ist beim magischen Stein natürlich was anderes. Wenn auch, Anselmo, es gibt Dinge schlimmer als verrückt werden. Du hast nicht gesehen, was ich gesehen habe darin. Versteckt in den Schatten. Was hast du denn in den Schatten gesehen, Vaisala? Achso, ich dachte, er kotzt jetzt. Ich sah Hemmnis. Aber einen anderen Hemmnis. Es war aber nicht Hemmnis. Ich sag so gern Hemmnis. Nee, jetzt hört sich an wie einfach wie Hemmnis. Gehemmt sein. Naja. Es war nur ein Dämon, der Hemmnis Haut trug. Voller Hass. Voller Boshaftigkeit. Etwas hat Hemmnis Anguish. Traurigkeit? Also sowas wie, du bist total Negativität. Anguish ist so, wie soll man das sagen? Ich kenn jetzt nicht genau die ganz gleich, aber wenn du richtig total fertig bist und traurig und sowas, glaube ich. Sein Wunsch nach Rache. Und dann hat er es real gemacht. Hemmnis Wunsch nach Rache. Plötzlich gibt's noch mehr Lore. Hatten wir das schon? Wussten wir, dass Hemmnis Rache wollte? Für was denn? Okay. Aber ja, so kriegen sie dich, ne? Die Uridee vom Teufel und sowas, ne? Dass sie dich dann, so wie Sirenen, das ist genau das Gleiche. Monster, die dich mit Lust anlocken. Andere locken dich mit Gier und so weiter. Es ist so alt wie die Menschheit selbst, diese Geschichten. Darauf basieren die ganzen Religionen. Und ganz ehrlich, es sind alles gute Geschichten, aber eigentlich Kindergeschichten. Bloß, dass einige halt nie davon wegkommen und dann denken, es gibt... Ja, stimmt, Gott weiß das. Gott ist genau das Gleiche, bloß andersrum. Der belohnt dich für gute Taten. Es ist eine der offensichtlichsten, einfachsten Mittel, Menschen zu manipulieren. Aber, das Märchen zum Beispiel, ne? Aber die Idee ist ja immer noch cool. Ne, macht ja Sinn. Wenn es sowas gibt wie Dämonen, warum nicht? Machen wir Menschen ja auch schon. Leute, die merken, oh, guck mal, da ist ein Mann und der hat Angst, seine Frau zu verlieren. Also versprechen wir ihm, diese Tabletten werden seine Frau helfen und dann gibt er uns Geld. Das ist dann die Angst, seine Liebe zu verlieren, eine Person zu verlieren und deshalb gibt er Geld. Versteht ihr? So ist das. Und wenn Hemmnis wirklich so von Rache, er wollte Kraft, um Rache zu üben, und dann könnte ich mir gut vorstellen, dass Dämonen das halt nehmen, um seine Schwäche auszunutzen. Und dann hat es mich angesehen, aus den Schatten, und es hat so gelacht, so gegrinst, und in diesem Moment, da musste ich einfach... Anselmo, ich hab's gefühlt. Ich hab's da drin gefühlt, wie ich's auch jetzt fühle. Ich stell mir gerade so vor, der Dämon so. Und du nur so lachst auch. Beide. Und der Dämon, warum lachst du? Keine Ahnung. Ich dachte einfach, wir haben gerade so ein Vibe, dass wir lachen. Nein, ich lach gerade, weil ich bin böse und ich hab dein Hemmnis. Das war nicht mein Hemmnis. Ich habe Hemmnis getötet und jetzt bin ich böse. Ja, okay. Ach Mann. Lachen ist doch was Schönes, weißt du? Auch Böse wollen lachen. Bösewichte lachen viel, Dämonen lachen viel. Das bringt uns doch alle zusammen. So. Selbst Hunde lachen. Dieses Ding, dieser Stein, es wird dir Verderben bringen. Deiner ganzen Familie, dieser ganzen Stadt. Dün, dün, dün. Warte mal, ist das in Kleena Heights? Wo? Ich erkenne es nicht wieder. Vaisala hat uns alle gewarnt. Was bringt dir schon dein Verstand, wenn es dir dann zehnmal, tenfold, wenn es dir dann zigmal wieder weggenommen wird? Oh, was ist denn das jetzt plötzlich für ein Gesicht?
Verdammt nochmal, Vassala. Okay, ich werde tun, was du sagst. Was wirst du denn jetzt machen? Ich werde fortgehen. Ich werde in den Norden gehen. Ich kann hier einfach nicht bleiben. Nicht nach dem, was passiert ist. Warte mal, was? Okay, wir wissen ja, Hemnes war hier. Also ist es jetzt wirklich gerade hier passiert? Mit der Höhle. Macht aber, ne, man kennt sie, das ist total doof. Warum das Dorf? Oh, was für ein Zufall. Genau da, wo Hemnes sind, wo wir das Buch gefunden haben. Naja. Ah, nee, er geht jetzt nach Glinna Heights wahrscheinlich, oder? Aber ich werde zurückkommen. Nee, er muss ja loswerden. Schmuggler. Also, das war's. Das war's wahrscheinlich. Er bringt jetzt wirklich den Schmugglern. Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Wie gefährlich. Oh, ich habe hier ein ganz, ganz gefährliches Gerät. Damit weiß ich umzugehen, aber es kann wirklich einen Radius von 3 Kilometern explodieren lassen. Ich geb's mal diesen Kindern mit. Die keine Ahnung haben, was es ist und drauf rumdrücken. Aber ich werde zurückkommen. Irgendwann. Das werde ich. Wird sie? Ist es gut oder ist es schlecht? Danke. Oder oben ist noch ein Durchgang. Okay, danke. So. Was? Was? Nein, nein, nein. Man macht doch nicht einen Durchgang, wenn man da nicht durchgehen kann. Wow, Leute. Wow. Bitch, please. Okay, aber ziemlich viel Lore gibt's also auch hier. Aber die brauchen wir gar nicht. Das war jetzt nicht... Das war optionale Lore. Na okay, mal gucken wir mal, ob sie kommt. Und dann kann sie bei mir leben. Ich mag's. Ich weiß nicht, welche Sünden sie getan hat. Aber wir dürfen nicht vergessen, hier unten waren manchmal Truhen. Ich weiß nicht, welche Sünden sie begangen hat davor. Aber was soll's. Das war's. Gib mir doch wenigstens eine Truhe mit irgendwas Coolem. Ich finde die Idee so toll. Das hier bloß von Anfang an als Spiel mit so die ganze Zeit so einer tickenden Uhr im Hintergrund, aber lang genug. Aber du hast trotzdem das Gefühl, du musst was tun und dann strengst du dich an, die zu finden und gleichzeitig dein Leben zu managen. Also so richtig wie im Real Life, wo du auch einfach manchmal in Risse reingehen musst, die irgendwie in die Hölle führen. Und nee, ganz normal. Man nennt es bloß anders. Metapher halt. Und dann findest du hier manchmal so eine Truhe und dann plötzlich verbessern sich was. Das könnte man doch voll machen, dass diese Risse dann plötzlich überschwappen. Also du findest was und plötzlich deine Gießkanne wurde besser oder dein Boden wurde teilweise verstärkt. Dass du so eine Verbindung machst, deine Farm gibt eine Verbindung mit dieser anderen Welt durch diese Risse. Da könnte man so interessante, richtig kreative vielleicht auch hanebüchene, fantasievolle Dinge machen, die man dann auch erklären kann, wo man dann sagen kann, ja, das, wie sollen wir das sonst erklären? Und, ach, ich weiß nicht, ich finde das total interessant, was wir da machen könnten. Okay, der Stein ist also da. Hat er nicht mitgenommen? Gut. Das war also jetzt der Stein, den wir hier kaputt gehauen haben. Ja, mal gucken. Ja, geh da rauf. Warum gehst du nicht? Dankeschön, Sanchez, dass ich rauf durfte.